In diesem Tutorial zeige ich, wie man eine Cat Legacy Pumpe mit einem neuen Reservoir bestückt und damit eine PCA-Therapie weiterführt. Ich habe zuerst die Pumpe gestoppt, jetzt einmal ein Ausstellen, gedrückt lassen. Jetzt ist die Pumpe ganz aus. Hier unten ist das Reservoir, das öffne ich mit dem Schlüssel. Kann dann hier ein neues einhängen. So ein bisschen zusammengedrückt lassen. Und wieder verschließen. Hier an der Seite das Infusionsbesteck einlegen. Jetzt starte ich die Pumpe. Und jetzt zeigt ihr mir schon die Daten der Infusion an. Das Volumen, die Einheiten, Rate, Bolusgabe, Bolus-Sperrzeit, wie viele Bolusgaben pro Stunde möglich sind und was der Patient sich verabreicht hat. Dann zwei Einstellungen, die mich nicht so großartig interessieren, und die Verriegelungsstufe. Die ist üblicherweise auf 1 oder 2 eingestellt. Das heißt, der Patient kann sich einen Bolus verabreichen, die Pumpe auch stoppen oder starten, aber nichts an den eigentlichen Daten des Infusionsregimes ändern. Die Verriegelung muss ich jetzt einmal umstellen, damit ich etwas an der Pumpe machen kann. Das heißt, Verriegelungsstufe 0, dann auf Eingabe drücken und den Code eingeben. Der Code ist in der Bedienungsanleitung hinterlegt und die Bedienungsanleitung sollte logischerweise nicht neben dem Patienten auf dem Nachttisch liegen, damit der Patient selber an der Pumpe nichts ändert. Wieder Eingabe und jetzt sollte das Ganze entriegelt sein. Ja, Verriegelungsstufe 0. Und jetzt gehe ich weiter durch das ganze Infusionsregime durch. Also zuerst einmal das Volumen, 100 ml lasse ich eingestellt, Einheiten lasse ich auch so, kontinuierliche Rate. Könnte ich hier einmal erhöhen auf 1,5, dann Eingabe drücken und der nächste Punkt. Bolusgabe, ich ein bisschen niedriger, 1,90, Eingabe drücken und weiter. Sperrzeit lassen wir so, Bolus pro Stunde. Jetzt kommen die Daten, die der Patient, die zum letzten Regime gehören, wie viel der Patient gebraucht hat und wie oft er versucht hat auszulösen. Das kann ich ja alles auch mit Löschen auf 0 stellen. Dann, wie viel gegeben wurde, okay, gucke ich mal an. Das lasse ich so eingestellt. Stopp. Und jetzt muss ich ja noch das Besteck hier vorne entlüften. Das heißt, ich drücke auf Vorbereiten und lasse die Taste gedrückt. Also jetzt sollte der Patient nicht mehr angeschlossen sein. Und ich entlüfte das Infusionsbesteck. Dann hört die Pumpe auch schon laufen. Warte ich, bis die Luft raus ist. Dann lasse die Taste los. So. Bevor ich die Pumpe starte, sollte ich natürlich noch dafür sorgen, dass der Patient eben nicht mehr in dem Programmiermodus ist. Dafür wieder Verriegelung drücken. Ich suche mir eine andere Verriegelungsstufe ein, zum Beispiel 2. Dann noch Eingabe. Und gebe wieder mein Mastercode ein, mit dem ich das immer alles anpassen kann. So. Dann wieder Eingabe drücken. Und jetzt schauen wir mal, ist das Ganze auf Verriegelungsstufe 2. Theoretisch könnte ich die Pumpe jetzt starten. Meine Pumpe ist ja nicht gefüllt. Ist ja alles nur zum Zeigen. Das wäre dann über Stopp Start. Also Stopp. Und los geht's. Bei mir ist Luft dran. Das heißt, ich mache die Pumpe jetzt einfach aus. Wenn ich sie ausstellen will, ein und aus gedrückt halten.